wunderschön. Keine strahlenblauer Wolken Himmel. Wir wollen jetzt schwimmen gehen. Machen wir. Let's go. Wir sind angekommen an einem anderen Strandabschnitt, der wirklich einfach menschenleer ist. Ja, die Strömung hier ist schon stark. Baut uns einen Ball, wie er es nennt, damit die Wellen uns nicht überfluten. Eine Ameise ist das hier Mount Abu. Das Wasser kam bis hierhin hoch, aber versteckt ihn jetzt noch. Das war dritter Wellenbrecher. So, das ist unser Romantik-Dinner am Strand. Hier sind unsere Kerzen formiert. In einem Herzformat. Und da kommt unser Kellner. Jetzt beim Hafen, beim Sal, wollen ja zu Billy Tramangan. Hier ist es auch wieder wie an dem anderen Hafen. Jeder versucht dich in sein eigenes Ticket Office zu locken. Man darf sich nicht beirren lassen, wirklich einfach durchlaufen hier zu diesem kleinen Terminal. Da gibt es ein Ticket Office für Public Ferry. Wir haben jetzt 20.000 pro Person bezahlt nach Tramangan. Genau, lasst euch nicht anlabern. Die fahren erst ab, wenn das Boot voll ist. Genau. Wir warten jetzt einfach. Wir sind jetzt auf der Public Ferry. Das sieht hier so aus. Also hier sind auch andere Sachen dann beladen. Hier sind irgendwelche Bambusstäbe. Ja, man wird halt Sachen mit rüber transportiert, ne? Genau. Und jetzt geht's los. Ich habe wieder Reisetabletten genommen. Abwart keine genommen, wir werden gucken, wem es nachher besser geht. Oh. Jetzt sind wir in Gili Trawangan angekommen, nach 20 Minuten Fahrt. Und so sieht der Strand aus. Einfach wunderschön. Und, wie war die Fahrt? Gut. Ziemlich wellig, oder? Bisschen nass. Ja, also die Fahrt war wellig und ich habe es ausgehalten. Also die Menschen, die wirklich sehr leicht seekrank werden, sollten sich auf jeden Fall so eine Tablette reinschmeißen. Und die kaum werden, würde ich es gar nicht machen. Also ich würde es kaum und ich habe es auch jetzt ohne Tablette probiert und es ging ganz gut fit. Und hier kann man schön Fahrräder ausleihen, weil auf Gili Trawangan sind keine Autos, geschweige denn Scooter erlaubt. Deswegen sind hier nur Fahrräder und Kutsch. Trawangan ist cool. Ne? Ziemlich crowded. Mhm. Mehr als auf Lombok, muss man ehrlich sagen. Aber man muss auch sagen, weil die Leute kommen auch direkt von Bali hier rüber, deswegen ist hier etwas mehr los. Ach, hier können wir Kaffee trinken. Guck mal, hier Takeaway. So, wir haben uns jetzt zum Kaffee trinken hingesetzt. Hier gibt es auch Oat Milk, also für die nicht Milch trinken. So, unser Essen ist gekommen und ich habe eine Bowl bestellt. Mit Kiwi, Drachenfrucht, Kokosnuss, Avocado, Spinat. Ja, richtige Eiweiß-Power. Und das ist unser Ausblick. Traumhaft. Da kommt schon eine Pferdekutsche. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen
an der Promenade entlang. Laguna Gui. Sieht aus wie hier wie ein kleiner Beach Club. Also man muss tatsächlich zu diesen Reisetabletten sagen, es steht da auch, dass eine Nebenwirkung Müdigkeit sein kann. Und mich hat die voll ausgenockt. Ich habe sogar einen Kaffee getrunken. Hat überhaupt nichts gebracht. Habe geschlafen. Und ich konnte auch immer noch weiter schlafen. Es war zum Beispiel gut auf der Fähre. Wir sind ja 4 Stunden mit der Fähre gefahren. Da konnte ich dann halt auch die meiste Zeit schlafen. So ging es auch schneller rum. Ja. Aber für so eine kleine 20-Minuten-Fahrt sollte man das vielleicht doch nicht unbedingt machen. Wir laufen jetzt hier mal am endlosen Strand lang. Ach schon, guck mal. Ist das so ein grünes gefunden? Das ist noch nicht ganz tot, glaube ich. Wie, was? Das ist auch das? Koralle. Ja. Ja, so kann man auch drauf reagieren. Naja, zurück ins Meer, mal sehen. Wie findest du den? Der sieht so ganz anders aus. Gut, man sollte auch gucken, wo man hinläuft. Hier reiht sich ein Beachclub an der nächsten. So, wir haben jetzt bestellt. Ich nehme so eine Waffel am Spiel mit Peanut Butter Caramel und Apo nimmt ein Soft Crepe mit Nutella Banane. Apo hat seinen Crepe schon gegessen. Wie hat der geschmeckt? Gut. Gut. Und meine Waffel ist jetzt auch da. Mit Peanut Butter und Caramel. Es sieht auf jeden Fall richtig lecker aus. So, hier schaukelt es richtig extrem mit dem Boot. Ja, die kriegt ein bisschen schon Angst. Aber braucht man gar nicht. Hier gibt es so Live-Westen, falls irgendwas passiert. Das ist hier richtig wellig und macht auch Spaß. Hier, die Kinder haben richtig Spaß. Die haben hier richtige große Wellen erwischt. Also Primetime ist 16 Uhr, also falls ihr um 16 Uhr zurück wollt, dann doch lieber etwas früher. Natürlich hört sich das alles so dramatisch an wegen den Kindern. Aber die Erwachsenen sind hier ganz relaxed drauf. Gibt's? Ja, ja. Die Live-Weste fliegen von oben runter. Kein gutes Zeichen. Hier spielen die Jungs auf Lommack Fußball. Und Tor. Sehr gut gemacht. Enbiuk. Enbiuk. Jimbom. Jimbom. What does it mean? What does it mean? The biggest club in Turkey is Galatasaray. Oh. Wir fahren gerade nach Kuta in den Süden. Wir sind schon fast da. Wir haben schon fast 2 Stunden Fahrt hinter uns auf dem Roller. Ich kann nicht mehr. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Aussichtspunkt entdeckt. Irgendwo da fahren wir, glaube ich, gerade hin. Mal sehen, ob sich die Fahrt gelohnt hat, wenn wir angekommen sind. Sehr schöner weißer Sand, wirklich. Fürs Parken nehme ich jetzt 10.000 und wir suchen uns jetzt einen Platz zum Liegen, denke ich mal.
unsere Zeit am Strand ist jetzt leider um. Es war ein sehr schöner Strand, also wenn man in der Nähe ist, sehr zu empfehlen. Wenn man so wie wir eher Richtung Westen ist, sollte man sich das überlegen, ob man die Fahrt mit dem Roller tatsächlich auf sich nehmen will. Google sagt 1,5 Stunden, wir haben wie gesagt fast 3 Stunden gebraucht. Das war ein bisschen sehr lang und sehr mühsam, aber an sich wirklich wunderschöner Strand. Man kann hier auch an einem Tag surfen lernen. Und jetzt geht es wieder zurück. Wir wollen nämlich vor Sonnenuntergang wenigstens in Mataram sein. Die Gegend, die wir so ein bisschen kennen. Und nicht hier zwischen, also auf den kleinen Straßen zwischen den Dörfern und so. Hallo! 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 Mataram. Mataram. Yeah, 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 yeah. We are wrong. Yes. Thank you. Meinst du, das ist eine Sadaka-Kiste? Ja, ne? Ja. Bak çocuklar nasıl duruyor bakıyorum. Hier links, ne? Ja. Money, money, money. Money, 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 money. Money, money, money. Yeah, yeah. Really, durch links. Muslim country. Ich glaube, jemand hat sie geheiratet oder so. Alter, was ist hier los? Ja, ich glaube, irgendeine Feier ist hier. Ja, die sind so angezogen auch, ne? Entweder hat jemand geheiratet. Oh ja, tatsächlich, sowas ähnliches. Ay, kıza bak. Bak, eşini nasıl yapmışlar. Nerede? Hello. 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 Hey, it's so. Orang tahu bahasa Indonesia. Ada kepe. Dari mana? Ein Pendo. Hier liegt eine tote Schlange. Eine richtig große, da hast du sogar Lego, stinkst. Ja, eine Lego-Figur. Ja, eine tote Schlange auf dem Boden. Oh. Ui. Nö. Guten Morgen. Wir sind jetzt bei Pan & Co. Das sind Japanese Fluffy Pancakes. Es gibt so viele verschiedene Sorten. Matcha Dream, Schokolava Bomb, also mal sehen. Muss ich mir gut überlegen, was ich hier bestelle. Meins ist schon da, das ist Apple Day. Abbrussessen ist auch da. Und wie schmeckt's? Ja. War gut. Es war lecker. Wenn ich etwas sehr Süßes esse, denke ich mir daran, warum habe ich das getan? Kann man auf jeden Fall probieren. Wir sind hier gerade in einem Laden, der heißt Strawberry, so geschrieben. Wir haben richtig coole Sachen, also so Krimskrams, ne? Richtig coole Schlüsselanhänger, solche Würfel. Also hier kann man auch gut fündig werden. Ich liebe Krimskramsläden. Geil ist das. Echt coole Sachen. Ich glaube, ich nehme meine Schwester was mit, die steht auch auf sowas. Hier sind wir jetzt beim Islamic Center in Mataram angekommen. Sieht hier aus, auch wieder ziemlich riesig. Ich habe jetzt mal mich bedeckt mit meinem Kopftuch aus Abu Dhabi. Also doch zu was Gutes. Zieht man seine Schuhe aus. Hier gibt es Umhänge.
So, ich bin jetzt drin. Tatsächlich ist der Bereich für die Frauen abgesperrt. So, gehen wir auch mal in die Main Area. Die größte Moschee in Lombok. Die Moschee mit der goldenen Kuppel, Islamic Center genannt. Sieht von innen so aus. Und die Moschee gut oder die in Abu Dhabi? Die in Abu Dhabi ist natürlich was ganz anderes. Das kann man nicht vergleichen, aber ich finde es auch. Also für diese Insel ist das schon sehr schön und sehr groß. Also was hier natürlich schöner ist, ist, dass es nicht so wie in Abu Dhabi so sehr auf den Tourismus ausgelegt ist, wo man am Eingang kontrolliert wird, wo man Eintritt bezahlt und sowas, sondern hier kommt man wirklich einfach hin und kann rein und sich das angucken. Und genau. Es ist einfach ein Ort, der wirklich zum Beten genutzt wird und wie gesagt, nicht das Touristending in Abu Dhabi. Also wer in Lombok ist, kann die Moschee gerne einfach mal besuchen, am besten für die Frauen dann etwas zum Rüberziehen, aber man kriegt auch an der Tür was. Ich habe das aufgenommen gehabt, da sind so Umhänge. Die kriegt man hier einfach auch. Genau, und jetzt geht's wieder zurück zum Hotel. Ein letztes Mal guten Abend von unserem Garten. Wir haben ein bisschen gechillt am Pool und jetzt fahren wir nach St. Gigi one last time. Immer wenn man weiß, dass man etwas zum letzten Mal macht, fühlt sich das echt komisch an, oder? Ja. Wir haben jetzt unsere Sachen geparkt. Unser Fahrer ist auch schon da. Jetzt sagen wir Tschüss zu dieser wunderschönen Villa. Wir haben hier eine echt gute Zeit. Jetzt geht's auf zum Flughafen nach Lombok. Wir haben eine lange Strecke vor uns. Etwas mehr als 30 Stunden. Lombok nach Jakarta, dann nach Abu Dhabi, dann nach München und dann nach Bremen. 4 Flüge. Ja. Nummer 1 von 4. Wir sind angekommen in Jakarta. Genau, jetzt müssen wir auch erstmal Gepäck abholen und dann gleich nochmal neu einchecken, weil wir die Flüge ja getrennt voneinander gebucht haben. Wir haben uns einen Weg gesucht, um zum International Airport zu kommen und da wollten die uns natürlich irgendwelche Taxis und Shuttles und was weiß ich andrehen, was alles sehr viel Geld kostet, muss man nicht. Es gibt ein Skytrain, damit kommt man auch kostenlos rüber. Wir müssen jetzt nur gucken, wo wir lang müssen. Und heute müssen wir uns den Sonnenuntergang mal aus einer anderen Perspektive anschauen. Jetzt vermissen die Sonne über dem Meer bzw. vor allem hinter Gunung Agung untergehen zu sehen. Du? Ja, jetzt können wir das schön an der Weser machen. hinter den Dings. Kellogg's Fabrik.